alle, Tom. Ciao, Martin. Könntest du uns vielleicht ein bisschen erzählen, warum wir heute oben hier sind? Also, wir sind jetzt oben hier mit dem Mahnfeuer, um auf die Schweizer Landwirtschaft aufmerksam zu machen. Die ganze Aktion findet schweizweit statt. Also überall jetzt Gruppierungen, wo die Ideen so aufgegriffen haben und das weiter verbreiten in der Schweiz. Jetzt hat man ja in den Medien gehört und gesehen, dass es gestern eine grosse Aktion gegeben hat, glaube im Kanton Bern, wo mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Traktoren und Leute unterwegs gewesen sind. Jetzt, du bist ja von Anfang an bist du schon dabei, auch vor ein paar Wochen bei dieser Sternfahrt vom Baselbiet ins Aargau. Wenn jetzt diese Aktion dann nicht stattgefunden hätte, hätte denn diese Aktion gestern stattgefunden? Was meinst du? Ja, vielleicht hat es eine kleine Initialzündung gebraucht für so etwas. Das ist schon schwierig, das zu sagen, zum definitiv abschließen. Aber ich denke, ein bisschen Zündfunke hat es für die ganze Sache schon gebraucht. Von dem her ist es vielleicht schon ein bisschen nötig gewesen, ja. Es hat ja jetzt schon mehrere Aktionen gegeben, die Sternfahrt, dann sind jetzt Maisprache gewesen, haben hier den Rebberg beleuchtet. Letztes Wochenende war der schweizweite Brückentag, wo alle auf Autobahnbrücken in der Schweiz gewesen sind. Wird das so weitergehen? Was meinst du? Das werden sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, wie es was geht, auch von anderen Gruppen her, ob wir wieder neue Ideen reinkommen. Ich denke, es wird sicher so weitergehen. Die Frage ist ein bisschen, in welchem Rahmen denn? Oder die ganze Sache ist auch immer Aufwand, neben den Betrieben rein, das noch machen. Und jetzt kommt dann der Frühling und dann braucht es Zeit vielleicht auch noch für anderes. Aber ich denke nicht, dass das Letzte war, was gemacht worden ist. Definitiv nicht. Ja, also wenn man so ein bisschen den Zeitpunkt anschaut, wenn die Aktionen einmal losgehen, dann kann man eigentlich so sagen, dass eigentlich der Bauer direkt vom Stall an die Aktion fährt. Ist das so? Ja, das ist sicher so. Also dort, wo wir die Sternfahrt gemacht haben, der eine oder andere vermutlich auch ein bisschen hinter den Stall müssen, dass er dann parat war. Und so oben ist es auch immer so ein bisschen, ja, ich denke, es braucht schon ein bisschen einen Effort für die ganze Geschichte. Und bis jetzt kann man eigentlich sagen, es war eigentlich alles recht friedlich gewesen. Also ich glaube, am meisten Aufsehen hat sicher die Sternfahrt gesorgt, wo man auf der Strasse unterwegs war, gerade am Anfang. Aber nachher war schon eigentlich alles recht ruhig gewesen, eben hier in Maisprache mit der Beleuchtung vom Rebberg. Man war auf den Autobahnbrücken gewesen, wo man also den Verkehr nicht blockiert hat oder so. Da waren ja auch kleine Brücken gewesen, die Leute sind neben durchgekommen. Wird das so bleiben oder hast du das Gefühl, es könnte irgendwann in eine andere Richtung kippen? Nein, ich denke nicht, so wie es im Moment ist. Das Ziel ist ja eigentlich, dass wir auf die Landwirtschaft aufmerksam machen und dass wir mit dem Konsumenten auch ins Gespräch kommen. Das ist das Wichtigste, weil aus unserer Sicht versteht uns der Konsument nicht, was wir überhaupt machen. Und ich glaube, das ist das grosse Problem daran. Wenn man ein bisschen mehr Einblick hat und wüsste, was der andere macht, wäre das Verständnis sicher erwähnt. Darum denke ich, muss das grosse Ziel sein, dass alles friedlich bleibt und dass wir einen Dialog haben miteinander. Und wenn jetzt so eine Aktion stattfindet, mit dem Mahnfeuer, ich würde schnell überschwenken, dass man das erst mal sieht. Wenn so eine Aktion stattfindet, wäre es schön, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Medienvertreter da wäre. Also ich sage jetzt mal, vielleicht von einer Zeitung oder von einem regionalen Fernsehsender oder vielleicht sogar vom Schweizer Fernsehen. Wäre das wichtig oder ist es euch lieber, wenn jemand da ist und dass wir das hier in Ruhe durchführen können? Nein, sicher nicht. Ich denke, wenn die Medien da sind und über das berichten, ist es für uns nur förderlich. So kommen wir an die Leute an. Man hat ja hier, also letzte, glaube ich, im Blick so eine Schlagzeile können lesen vom Präsidenten des Bauernverbandes, vom Ritter. Also ist in der Überschrift gestanden, dass das Ganze wird eskalieren. Ist es eskaliert? Nein, ich denke nicht bis jetzt.
bis jetzt ist alles positiv gelaufen und das wird auch in Zukunft so sein. Wir Bauern, wir fahren hier nicht einfach nur auf die Strasse, das gibt es nicht. Da schaut man das zueinander und auch die Resonanz, die wir von der Polizei bekommen haben, auf die letzten Aktionen, ist durchwegs positiv gewesen. Tommy, ich danke dir recht herzlich für das Interview und wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Danke schon vielmals, dir auch, Martin. Merci.